Ich war jetzt ein paar Tage weg. Okay. Und ich hoffe, in meinem Zimmer herrscht kein Chaos. Weil immer, wenn ich weg bin und zurückkomme, gibt es immer dieses Chaos. Und ich hoffe, nur diesmal ist es in Ordnung. Bitte, 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 bitte. Klasse! Es ist noch mein Chaos! Super! Perfekt. Ich sehe noch die ganzen Pfandflaschen. Die haben sie zum Glück nicht geklaut. Mein PC steht hier, meine Lichter stehen noch da. Gott sei Dank, mein Zimmer steht noch. Obwohl ich ein paar Tage weg war, hätte ich von denen jetzt nicht erwartet. Aber gut, Leo sollte auch aufpassen. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein in der Freunde-WG, im wirklichen Zuhause. Aber warum begrüßt mich denn heute keiner? Liz, Merle, ich bin wieder da. Wo ist meine Überraschung? Hä? Wo ist meine Überraschung? Liz, Merle? Natürlich, warum vergesse ich das immer? Sam, denk doch mal ein bisschen nach. Also natürlich, wenn jetzt Liz oder Merle zurückgekommen wären, und wahrscheinlich hat das Liz auch am Montag schon gemacht, wo Merle zurückgekommen ist, da gab es bestimmt eine Überraschung. Also ich muss jetzt einen auf überraschen. Mein überraschtes Gesicht. Oder vielleicht, wow. Oder dann vielleicht doch so, ich glaube das erste, wow. Ja, das ist es. Hier bin ich. Ich wollte doch ein anderes Gesicht machen. Okay, wahrscheinlich, weil sie bei Merle sind. Vielleicht dann doch? Nein, die haben mir nicht jetzt das neue PlayStation-Spiel geholt, oder? Wow! Ey, ist das euer Ernst? Jetzt ist keiner da, um mich zu begrüßen, obwohl ich 4 Tage nicht da war. Okay, es waren nur 2, aber trotzdem, es hat sich halt viel mehr angefühlt. Und Liz und Merle sind natürlich wieder nicht da. Bin ich denen einfach nicht wichtig genug? Okay, ich hätte es vielleicht auch nicht gemacht. Aber trotzdem, konnte sie mich nicht einmal überraschen? Boah, es ist schon wieder warm hier, ey. Was ist das denn? Von Maya uns ein Brief geschrieben? Liebe Merle, ich bin's, dein heimlicher Verehrer. Wir kennen uns schon sehr lange und ich würde mich gerne mit dir treffen. Ey, ganz ehrlich, ich hab's doch einfach nur gewusst. Tim, was soll denn das? Ich hab Schluss gemacht. Genau wegen so einem Mist habe ich Schluss gemacht. Erstens, weil wir uns nie sehen und zweitens, weil wenn, dann kommt immer sowas. Oh. Wahnsinnig. Nee. Sam, bist du da? Ich habe meinen Schlüssel nicht dabei. Liz, irgendjemand? Hi. Hi. Da bin ich! Alles okay? Alles klar, ich hab dich lange nicht gesehen. Ja, super. Danke, tolle Überraschung. Was hast du denn? Merle! Was? Merle, was ist denn? Tolle Überraschung, muss ich sagen. Da bin ich mal ein paar Tage weg und so werde ich hier. Ey, ich war 2 Wochen nicht da und für mich gab es auch keine Überraschungsparty. Was hast du denn schon wieder? Ja, es gibt ein Problem. Problem. Ganz ehrlich, ich bin gerade erst wiedergekommen. Mit Problemen brauchst du bei mir gar nicht erst anfangen. Stehen geblieben, wieder angetanzt. Komm wieder zurück. Wir müssen das jetzt mal regeln. Ich weiß nicht. Was hast du denn? Worum geht's? Was ist das? Unsere Nachrechnung? Ja, ich hab dir gesagt, nicht immer so viel heizen bei dir im Zimmer. Oh Mann, Sam, du regst mich auf. Lies es dir doch erstmal durch. Liebe Merle, ist aber komisch für so eine Nachkostenrechnung. Sam. Ich bin's, dein heimlicher Verehrer. Aber hier stehen ja gar keine Zahlen. Wie viel müssen wir denn jetzt nachzahlen? Sam, liest du vielleicht mal. Verstehst du auch das, was du da liest? Wir kennen uns schon sehr lange und ich würde mich gerne mit dir treffen. Ja toll, Tim hat dir geschrieben. Wow, was interessiert mich, wie es bei euch in der Beziehung läuft? Ich mag Tim sowieso nicht. Ja, ich habe auch mit Tim Schluss gemacht. Was? Das nicht... Ist das dein Ernst? Sam! Au! Nimm das doch jetzt mal ernst! Kannst du dich noch an den letzten Ex-Freund von mir erinnern? Der ist auch bei uns eingebrochen. Au, Merle! Tut mir leid. Ja, erzähl. Aber ich habe keine Lust, jetzt ständig so ein Zeug zu kriegen. Keine Zeit für sowas. Herr damit. Ich werde das untersuchen. Ich werde es, wie Batman immer sagt, ich werde es analysieren. Mit Wissenschaft! Oh, ob das eine gute Idee war? Okay. Sam. Was? Was machst denn du? Ich habe gesagt, ich werde es analysieren. Jetzt komm mal mit. Mit Wissenschaft. Gib mir das doch. Ich rufe Nein! An. Nein, du brauchst ihn nicht anrufen, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht von Tim. Schau dir das jetzt mal ein bisschen genauer an. Komm hier hin. Guck dir mal bitte an, wie dieses L hier geschrieben ist. Ja, siehst du das? Das sieht aus wie eine 2. Ich glaube immer noch, dass das unsere Nebenkostenabrechnung ist. Ich glaube, die 2... Stopp! Das L soll eine 2 sein und ich glaube, dieses Herz in diesem Rot, ich glaube, das soll ein Minus heißen. Und ich glaube, wir schulden Frau Meier noch etwa... Ja, 210 Euro. Hallo,
Hallo, das... Ich glaube immer noch, dass das eine Nebenkostenabrechnung ist. Das ist doch keine Nebenkostenabrechnung. Was soll denn das? Ja, aber Merle, damit meine ich einfach... Das ist von Tim. Merle. Ich möchte das jetzt nicht regelmäßig bekommen hier. Ja, aber es interessiert mich nicht, weil es nicht mein Problem ist. Also bin ich mit Tim zusammen? Also hörst du mir nicht. Ja, ich bin auch nicht mit ja, Tim Ja, und anscheinend zusammen. Ja schon. Und jetzt raus. Hey, immer als wären das meine Probleme, aber es ist nicht mein Problem. Ja gut, wenn Tim jetzt hier hinkommt, dann ist es vielleicht doch wieder mein Problem. Ich weiß schon, wie ich das kläre. Wo ist mein Handy? Der muss einfach aufhören, mich zu nerven. Jetzt nimmt der nicht mal das Telefon ab. Ja toll, Mailbox. Ich das hasse. Wenn man Schluss macht, dann ist doch Schluss, das ist doch klar. Mann, ey, genau das wollte ich nicht. Genau so eine fiese Trennung wollte ich nicht. Ich bin ja auch nicht zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist. Aber er muss es doch einfach auch akzeptieren. Naja, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Hauptsache, es mischt sich da jetzt nicht schon wieder irgendjemand ein. Merle? Oh, sie schläft. Wir gehen rein. Komm mit. Merle? Merle? Merle! Hey, boah, steh auf! Ey, was ist denn? Was machst du denn hier? Warum Leo hier ist? Du wolltest doch eine Lösung für das Problem. Und er ist die Lösung für dieses Problem, weil er wird jetzt 24 Stunden hier immer bei uns bleiben und auch prüfen, dass Tim hier nicht hinkommt. Oder Leo, was haben wir gesagt? An mir wird Tim nicht vorbeikommen. Ja, so. Also, ist das zumindest eine ansatzweise gute Lösung für dein Problem mit Tim? Lösung. Genau, ist eine super Lösung. Ne? Mein kleiner Bruder steht jetzt hier den ganzen Tag vor meiner Tür und kontrolliert, was ich so mache, wer hier so reinkommt und so. Sag mal, Ja, hab ich doch gesagt, oder? Super. Wessen Idee war das? Sams Idee. Meine Idee? Ja. Oh, ihr sagt mal, geht's bei euch eigentlich noch? Das ist keine gute Idee, Sam. Und dass du da überhaupt schon wieder mitmachst, Leo, das macht... Oh. Weißt du, du bist sowieso schon nur noch hier. Willst du nicht vielleicht irgendwie mal wieder nach Hause oder so? Was willst du denn überhaupt machen, wenn du bei mir vor der Tür stehst? Tim verprügeln oder was? Boah, echt. Ich kläre das mit Tim alleine, das ist meine Sache und es geht euch beide eigentlich überhaupt nichts an. Hä, wie meinst du? Ach so! Klar, klar, natürlich. Leo sollte hier nicht sein. Ich weiß von nichts. Leo, du solltest hier nicht sein. Alles gut, ich krieg das hin. Boah, ey, was war das denn? Was soll denn jetzt schon wieder dieses Augenzwinkern? Sam, Leo, ihr habt wirklich nichts damit zu tun. Bitte, bitte nichts Verrücktes. Ist okay, ist okay. Wie jetzt? Ist es wieder weg? Beruhig dich doch mal. Also das hat deine Schwester doch extra gesagt, dass falls was passiert, warst du ja nicht hier. So, wir machen das jetzt wie folgt. Du nimmst dir jetzt bitte einmal diesen Stuhl. Ja. Los. So, du kommst einmal hier vor. Ja. Alles gut, Merle. So, du setzt dich hier hin. Ja? Ja. Und wenn Tim kommen sollte, dann meldest du dich bei okay. Mir. Okay? Und Merle sollte am besten nicht raus. Okay? Okay? Ja, mach gut. Mal. Viel Spaß. Gut so, Leo. Gut. Was ist das? Hi, Sam. Hallo, Tim. Könnte ich gleich kurz zu Merle? Du willst zu Merle? Ist das dein Ernst? Nach der Aktion mit diesem Liebesbrief? Ey, wie alt bist du überhaupt? Ist das dein Ernst? Ihr seid nicht mehr zusammen. Hallo. Was für ein Liebesbrief? Ja, der war doch von dir, oder nicht? Ich wollte... Ja, sorry, du kannst jetzt nicht zu Merle. Sorry, sie hat keine Zeit. Sorry. Ja, nee. Was denkt der sich? Moment. Hey, Sam! Was für ein Liebesbrief, was meint er? Hat Merle etwas Schluss gemacht, weil sie schon 9 hat? Merle! Merle, wir müssen reden! Ist egal, wird schon jemand sein. Hey, hört doch jemand. Hä? Was machst du denn? Geh hier weg! Da ist weg! Jemand. Leo, hier ist doch jemand an der Tür! Nein, das stimmt nicht, nein. Ja, klar ist da jemand. Mann, was ist denn? Oh, hallo! Wo willst du hin? Hallo? Wo willst du hin? Raus? Da ist niemand an der Tür. Das hat doch geklopft. Ja, der wollte wegen Internet und so fragen. Sam, lass mich raus jetzt. Nein! Sam! Hey, warum lässt du sie überhaupt raus, Leo? Ist das dein Ernst? Du solltest doch auf sie aufpassen! Ja! Da bist Tim? Du ja. Ja. Liebesbrief oder was? Ja, ist der nicht von dir? Nein. Du hast doch nur mit mir Schluss gemacht, um wieder jetzt direkt 9 zu haben. Nein, das ist es überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Ich dachte, dieser Liebesbrief ist von dir. Ich. Keine Ahnung, vielleicht. Von mir ist er bestimmt nicht. Vielleicht will Sam mir wieder irgendeinen Streich spielen oder so. Was willst du denn? Ja, ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen abholen. Ja, was hast du denn noch hier? Merle, jetzt tu nicht so. Jetzt hol einfach die 2, 3 Geschenke, die ich dir gemacht habe, die hätte ich gern wieder. Ja.
Okay, die wollte ich dir sowieso zurückgeben, kein Problem. Aber wirklich, Tim, ich habe keine Ahnung, was das mit diesem Liebesbrief. Ich weiß nicht, von wem der ist. Deshalb dachte ich ja, der ist von dir. Und das ist nicht der Grund, weswegen ich Schluss gemacht habe. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, gut. Da hat sie schon recht. Wir hatten echt nicht so viel Zeit in letzter Zeit füreinander. Aber naja, ich hoffe mal, das war echt nur ein Prank von Sam oder Leo. Sonst fände ich das schon echt richtig dreist, wenn sie jetzt schon 9 hat. Ihr beiden seid sowas von das Allerletzte. Ich sag's euch, Leo. Was denn? Leo, du gehst jetzt nach Hause und Sam, du ab in dein Zimmer. Ich Wieso? Kann, nein, weil ihr einfach anstrengend seid und weil ihr alles kaputt ja, macht. Ja, ist ja gut. Ihr zwei lasst Tim jetzt in Ruhe. Ja. Ja, ich muss noch ein paar Sachen zusammensuchen. Haut jetzt ab. Mann, ey, das gibt's doch einfach nicht. Ich würde trotzdem echt gerne wissen, wer das hier ist. Keine Ahnung. Warte mal. Sam war doch als einziger im Haus. Natürlich weiß das Sam. Das war bestimmt schon wieder irgendein blöder Prank von ihm.